So Leute, herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Team of the Knockout Stage ist erschienen. Langweiliger als ich gedacht habe. Aber na, was sollen wir tun, dass es EA ein bisschen, ja, noch ein bisschen Geld und Coins von den Leuten rausziehen aus den Taschen, bevor das Team of the Season kommt. Bevor wir dazu kommen, gestern kam kein Video. Trotzdem Dank für euren Support. Ich habe es auf Instagram angekündigt. Ich will sehr, sehr gerne Daily Uploads hier machen. Also bleibt gerne aktiv, aktiviert gerne die Glocke. Trotzdem danke, dass ihr es so positiv aufgenommen habt, dass heute kein Video kam. Danke auch für euren Support. Wir haben jetzt knapp 100 Abonnenten auf Instagram gemacht oder knapp 100 Follower auf Instagram. Ja, innerhalb einer Woche. Danke auf jeden Fall dafür. Genug Werbung gemacht, Leute. Wer will, kann auch gerne MOGA, oberster Link, abchecken. Mehr werde ich jetzt dazu nicht sagen. Trotzdem danke für euren Support. Ja, was ist erschienen? Wir starten ganz klassisch. Das Team of the Knockout Stage müsste jeder gesehen haben. Ich werde euch nebenbei ein paar Bilder einblenden, sonst werdet ihr es nochmal sehen. Nichts Überraschendes, bis auf 99er Messi, würde ich sagen. Ein 98er Ronaldo, so muss das auf jeden Fall. Messi-Fanboy schlägt da auf jeden Fall zu. Ein Aubameyang sieht extrem gut aus, kostet aber auch, glaube ich, 1 Million. Ich habe Packs geöffnet, Packs im Wert von, ich glaube, über 1 Million Coins. Ja, was ich da gezogen habe, kann ich euch nebenbei ein bisschen sagen. Ich werde es euch jetzt nicht zeigen. Eigentlich hatte ich geplant, heute ein Pack-Opening hochzuladen. Hab darunter 200k-Packs, 250k-Packs. Aus beiden 100ern hatte ich keinen Walkout. Aus beiden 50ern hatte ich keinen Walkout. Aus 335er kein Walkout. Und wenn ihr fragt, woher kommen die Packs? Einmal von der Weekend League Gold 1 erreicht, 200k-Packs. Ansonsten habe ich seit gestern 5 Drafts gewonnen. Oder 4 Drafts gewonnen, lass mich nicht lügen. Und das waren die Rewards von den Drafts und kein einziger Walkout. Bis auf einen Inform, ein 85er Falcao. Und dann hatten wir noch unser UCL-Pack, meine Freunde. Unser UCL-Pack. Was wir da gezogen haben, das seht ihr einmal jetzt. 100k-Packs UCL. Wir ziehen hier eben das UCL-Premium-Set. Komm, bitte. Bitte, irgendwas Gutes. Komm schon. Komm schon. Ja, Griezmann! Let's go! Let's go, Mann! Griezmann! Let's go! Let's fucking go, Mann. Wir haben Griezmann gezogen. Irgendwie, ich will mich freuen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich will lieber Team of the Group Stage Spieler ziehen, der tradable ist. Oh mein Gott, let's go. Auf jeden Fall 90er Griezmann. Ich zeig's euch auch hier nochmal. Sehr, 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 sehr geil. Freue ich mich auf jeden Fall. Heute ist gerade Freitagabend, wo ich das Video aufnehme, um 0 Uhr. Also jetzt schon Samstag am Morgen, wenn ihr versteht. Das Video wird auch sehr früh online kommen, da ich tagsüber höchstwahrscheinlich nicht zu Hause bin. Deswegen nehme ich jetzt auch jetzt schon auf. Werde es jetzt gleich auch noch schneiden. Hier seht ihr Griezmann mit geilen Stats. Nicht wundern, warum jetzt überall minus 21 steht, weil er hier gerade auf der falschen Position ist. Ja, hier steht minus 9, wegen der Chemie. Auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, Griezmann hat heftige Stats, 90er Rating. Eigentlich hätte ich mir bei Food-Swap-Karten da mitgenommen, aber jetzt muss ich mir da nicht mehr mitnehmen, da ich ihn jetzt hier so gesagt, ja, kostenlos bekommen habe. Habe für die SBC 20.000 bezahlt, lass mich nicht lügen. Und dafür einen Griezmann zu bekommen, war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Hier, Griezmann hätte man 12 Dinger gebraucht. Ich habe ihn jetzt umsonst bekommen. Ja, das Icon Pack werde ich leider nicht bekommen, weil ich, glaube ich, zweimal Squad Battles verpasst habe oder einmal. Und ich habe 2-3 Wochenaufgaben nicht gemacht. Hatte echt keine Lust, jetzt Kolumbianern oder sowas zu spielen. Es war ja irgendwie so ähnliche Aufgaben. Am Ende werde ich mir entweder ihn hier abholen, ihn hier, oder ich werde mir ein Pack mitnehmen, aber das werde ich eher weniger machen, weil wenn ich ein 100k-Pack will, brauche ich nur Weekend League bis Gold einspielen, hab das Pack, deswegen wird es eher zu 90% werden und er hier so zu 10%. Könnt ihr mit Neymar linken, mit Mbappé oder sonstiges. Ja, das werden wir noch alles sehen, aber das soll heute nicht das Thema sein. Dann ist die Frage, lohnt sich die Delikt SBC? Kostet euch 200.000, wo ist er denn? Hier ist er, okay. Vielleicht ein bisschen im Hype, ich weiß es nicht. Mit der holländischen Liga, würde ich mal sagen, ist es sehr, sehr schwer, ihn zu linken. Wir können uns ja mal anschauen, was es da so zu linken gibt. Mit Spielern aus den Niederlanden ist es sehr, sehr schwer, ihn zu linken, auch wie mit der holländischen Liga oder niederländischen Liga. Wie ich finde, sehr, sehr schwer. Wir können ja mal schauen, was es hier so gibt. Ich glaube, ich muss hier nur Gold einstellen, sonst kommen uns nur Silberspieler. Wie wir direkt sehen können, hier gibt es einfach nicht viel zu linken in der Liga. Man kann ihn am Ende klar mit Icons linken, aber diese Icons müsst ihr auch erstmal im Verein haben oder im Team haben. Hier seht ihr, es sind echt immer die gleichen Spieler. Entweder ihr holt euch hier einen Blind mit 57 Pace oder was gibt es denn noch so für Alternativen? Ein Van Beek, 64 Pace. Bottigen, 34 Pace. Es geht auf jeden Fall sehr klar. 62 Pace, 75er, 76er Rating. Also wir haben gesehen, da gibt es wirklich gar nichts zu linken. Dann gehen wir mal in die Niederlande. Mal sehen, ob es hier irgendwas gibt. Ich glaube ja Van Dijk und Arke fallen mir als erstes ein. De Vrij oder De Vrij. Zu wenig Pace. Hier gibt es vielleicht echt nur Rijkaard so als Icon oder man kann ihn mit Van Dijk linken. Es gibt keine guten Möglichkeiten, um vielleicht ihn einen grünen Link zu machen. Vielleicht mit einer Icon. Von Spieler aus von Ajax oder aus der Liga ist es sehr, sehr schwer, wie wir gesehen haben. Kann man ihn vielleicht echt nur mit einem Van Dijk oder so linken. Und ihn für 200.000 vor ein Team of the Season, Leute. Ich werde euch sagen, er wird ja ins Team of the Season reinkommen. Gib ihm vielleicht allerhöchstens noch 3 Wochen. Dann hat er eine Team of the Season Karte mit vielleicht 94er Rating. 93er Rating. Kostet euch vielleicht 400.000 nur. Lasst ihn vielleicht 200.000 mehr kosten mit einem 93er, 94er Rating.
Und ihn habt ihr dann auch tradable, deswegen würde ich sagen, ohne irgendwie jetzt groß auf die Stats zu achten, er hat keine schlechten Stats, auf jeden Fall nicht. Er hat sehr, sehr gute Stats, aber ich würde sagen, lasst die Finger von ihm. Sage ich mittlerweile sehr, sehr oft bei SBCs, ob die sich lohnen. Aber wie gesagt, die Argumente mit schwer zu linken und alleine da er, dass er eine Team of the Season Karte bekommt in 2, 3, 4 Wochen, würde ich allein schon deswegen die Finger von ihm lassen für 200.000 Coins. Wenn ihr jetzt vielleicht oben links gerade 10 Millionen Coins habt, 5 Millionen Coins und ihr habt noch ein stabiles Team, dann gönnt euch ihn, klar, nehmt euch ihn mit. Aber jetzt für Leute, die echt so überlegen, lohnt er sich, sieht geil aus, ein SBC, soll ich ihn mitnehmen, dann würde ich echt sagen, nein, nehmt ihn euch nicht mit, da gibt es zu viele bessere Alternativen, linkbare Alternativen. Und dann kommen wir mal zu Trading-Tipps. Trading-Tipps gab es letzte Tage eher weniger, ich glaube jetzt 2, 3 Tage eher weniger. Trading-Tipps, hier gehen wir in die Wochenaufgabe, ohne dass ich ausprobiert habe, ob es klappt. Glaube ich, müsste es hier auf jeden Fall klappen. Hier klappt es, habe ich von einem Freund zugeschrieben bekommen. Gewinne 8 Online-Spiele mit 11 seltenen Gold-England-Spieler. Was ist gestiegen? England, Gold, seltene Spieler. Hier sehen wir zum Beispiel einen Vardy, hier können wir mal schauen. Ein Vardy kostet über 2000, war ja bestimmt nicht davor wert, kann ich mir nicht vorstellen. Die Leute brauchen natürlich auch Spielware, kostet um die 2,6, 2,5. Kann man sich auch vielleicht so probieren zu snipen für 2,2. Kann man sich probieren, einen mitzunehmen. Sagen wir mal, ich bekomme ihn jetzt für 2,2. Ihr müsst ihn dann nicht unbedingt für 2,6 reinstellen. Er wird auch überteuert weggehen, vielleicht für 2,9, 3K. Da die Leute ja meistens auch blind einfach kaufen. Vielleicht so probieren, England Rechtsverteidigung. Und dann so, hier sehen wir, 750 gibt es den ersten, aber da gibt es auch nur einen. England Rechtsverteidigung, 800 Münzen gibt es die ersten. Können wir auch mal so gehen, auf 500 Filter. Und einfach probieren, uns hier England mitzunehmen. Oh, das klappt sogar sehr gut. Ist jetzt nicht viel Gewinn, aber es ist halt Low-Budget-Sniping-Filter, 250 Münzen. Pro Karte werdet ihr auf jeden Fall hier Gewinn machen, wenn ihr einen Spieler bekommt. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Methoden, wie man einfach wenig Geld machen kann. Aber eben, wenn man jetzt in Massen macht, sehr gut Geld machen kann oder besser gesagt Coins machen kann. Wenn wir unter England gehen und dann unter RF, sehen wir, den ersten gibt es ab 1,6. Können wir auch zum Beispiel probieren, ob er ab 1,2 gibt. Wie gesagt, sucht euch immer eure eigenen Filter raus. Ich will auch, dass ihr selber lernt und nicht blind nachmacht. Probiert es mal vielleicht mit LF aus, probiert es mit der Linksverteidigung aus, probiert es mit den ZDM aus. Da gibt es sehr, sehr viele Sniping-Filter, die man anwenden kann. Man muss nur selber ein bisschen nachdenken, ein bisschen schauen. Und das Beste ist, wenn ihr beim Traden selbstständig werdet, weil so könnt ihr dann echt am meisten Coins machen. Seid immer sehr flexibel und müsst nicht immer auf die Videos von anderen Tradern warten oder die Trading-Post auf Twitter warten. Man kann sich klar Informationen holen, dies, das. Mache ich ja immer noch sehr, sehr gerne, mir Informationen holen. Mich dahingegen auch ein bisschen so noch weiterzubilden, was Trading angeht. Zum Beispiel gibt es ja auch die Methode bei Daniel Vaz, trifft bei 10 separaten Rivals-Siegen mit La Liga-Spielern. Und da sind vielleicht die spielbaren La Liga-Spieler teuer geworden. Ich sage nicht, dass jeder La Liga-Spieler jetzt teuer geworden ist dadurch. Muss nicht sein, wird auch nicht so sein. Aber die spielbaren, schaut vielleicht selber bei Footbin nach, was sind die spielbaren La Liga-Spieler, was sind spielbare billige La Liga-Spieler. Aber da gibt es auch eine sehr, sehr große Menge halt, deswegen ist es schwer, ob überhaupt da was angestiegen ist. Das könnt ihr auch natürlich alles nachschauen. Wenn ihr selber für euch Sniping-Filter habt, dann laufen sie halt natürlich auch besser, ist ja logisch. Hier sehen wir auch Beispiel der La Liga, der billigste Rechtsverteidiger in der La Liga kostet 700 Münzen. Macht den Filter so und probiert euch hier Spieler zu snipen. Zum Beispiel hier, wir haben jetzt einfach 300 Münzen bekommen, 350 Münzen, also billiger geht's ja echt nicht. Kann ich jetzt so reinstehen für 700 Münzen, sind wir bei 350 Münzen Gewinn. Wie gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber probiert es aus mal mit LF, probiert es aus mit RF. Ich will das Video jetzt auch nicht in die Länge unnötig ziehen. Ich glaube, ihr wisst Bescheid. Ihr habt meine Packs gesehen. Schreibt mir gerne rein, habt ihr noch ein UCL-Pack gemacht oder habt ihr einen Team of the Group Stage Spieler gezogen? Wie zu erwarten, seit das Team of the Group Stage raus ist, ist die Pack Rate sehr, sehr runtergegangen. Und man zieht irgendwie nicht mal eine Leinwand. Ich habe gerade wieder einen Draft gewonnen. Keine einzige Leinwand gezogen. Ja, das ist FIFA. Morgen gibt es dann ein neues Video. Wahrscheinlich mit einem Weekend League Spiel und einem guten Trading Tipp. Dann abends wiederkommen gegen 18, 19, 20 Uhr. Werde ich mich hinsetzen für euch einen sehr, sehr geilen Trading Tipp suchen. Und dann werdet ihr morgen einen sehr, sehr geilen Trading Tipp bekommen. Plus ein Weekend League Game oder ein, zwei Weekend League Games. Würde auch sehr, sehr gerne streamen. Aber das Problem ist dahingegen einfach, mein Internet ist nicht das Beste. Ich habe eigentlich sogar eine 50k Leitung. Das müsste eigentlich sogar klappen. Aber ich habe auch zwei Brüder zum Beispiel, die selber zocken. Und wenn sie gleichzeitig online sind, klappt irgendwie gar nichts mehr. Deswegen hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Stream wird auf jeden Fall die nächsten Tage 100% kommen. Ich habe selber sehr Bock drauf. Und ja, dann verabschiede ich mich vom Video, Leute. Danke für den Support. Checkt gerne Insta und Twitter ab. Ich bin raus. Wir sehen uns dann morgen wieder mit einem neuen Video. Haut da rein und ciao.